Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ihr werdet gar nichts tun, dreckige Hinterwäldler. Jungs, der Mutant beleidigt uns. Zurück, Schweinehirten. Sonst verpasst euch der Herr Hexer eine ordentliche Abreibung. Wo ist eine beschissene Zaunlatte, wenn man sie braucht? Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Flieg. Das ist ja geil. Zaunlatte. Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Verdammter Lustmolch. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste Abreibung? Sehr schön. Habt ihr genug Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everrang, ich meine, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen. Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gästevermögen nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Ich bin aus der Übung. Alles ist nach Plan gelaufen. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Das ist Künstlerpech, meine Liebe. Ich bin eindeutig aus der Übung. Zeig mir ein Mädchen, dann werde ich dir beweisen, dass... Du hast genug bewiesen. Lass uns einfach Spaß haben, in Ordnung? Schließlich bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Na gut, du hast wohl recht. Lass uns gehen. Ah, tut das gut, mal wieder die Knochen knacken zu lassen. Zeit für noch mehr Spaß. Na, hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Wie bitte? Mir tut der Rücken vom Buttermachen weh. Ich muss mal sitzen. Man sagt aber, in alten Öfen brennt das Feuer heißer. Wenn ich in deinem Alter wäre, würde ich dich zum Kreischen bringen wie ein Kätzchen. Sehr schön. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel daraus holen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich hab gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Was geht denn hier vor? Die spielen Sucht den Schuh. Nie gehört? Nie.
Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Und wenn ich ihn rausfische? Na, dann ist deine Freundin froh, weil du dann ein gut aussehender, praktischer Kavalier bist. Und das war's? Kein Preis? Nicht mal einen Kuss? Hängt von der fraglichen Dame ab. Wenn sie dir einen geben will, gut. Aber müssen muss sie nicht. Oha! Das war noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Oh Gott, ist der Schuh ja nass? Also wer will denn dann in dem nassen Schuh weitermachen, also weiter tanzen? Sieh her, Shani. Bin voll konzentriert. Der stellt sich die Sache aber einfach vor, was? Reiß den Mund jedenfalls ordentlich auf. Mal sehen, ob was dahinter steckt. Da. Ist ja super einfach. Ich frage mich, ob der andere Schuh ist. Ist noch mehr Sachen? Da ist noch was. Ach, ist wahrscheinlich der verlorene Schuh von der anderen Frau. Glaube, das war's. Ja. Gerade wenn man meint, man würde die Gebräuche der Bauern kennen, kommen sie einem mit Pantoffeln. Jetzt, wo der Schock nachlässt, du könntest zu reden aufhören und meinen Schuh raus... Ja? Was? War das der falsche? Ich hab zwei Schuhe rausgeholt. Hä? Hier ist auch noch einer. Wenn das... das kann er doch gar nicht sein, so weit weg. Also, da hat er doch gar nicht hingeworfen. Was ist denn hier los? Okay, ich schwimme jetzt einfach mal die... Ränder ab, nicht, dass hier noch einer liegt. Ich denke mal, drei werden es gewesen sein, oder? Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Vielen Dank. Jetzt ist der Fuß nass. Toll. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Ha ha ha!
springt doch jemand durch. Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Art. Da sind denn die Kerle im Hintergrund? Total hässlich. Du bist wirklich nicht übel. Mein Tanz ist nur ein Vorgeschmack. Du bist selbst eine erstklassige Tänzerin. Ich bin der König der Tänzer. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie ein Pfau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Verstand verloren? Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist. Du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Das habe ich wirklich amüsiert. Ich konnte nicht widerstehen. War das nicht toll? Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frage ich. Shani, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Das würde nicht. Was? Das würde nicht. Ich tanze nicht gerne. Ich würde mich dir nicht aufdrängen. Ich hätte gern, was er gerade getan hat. Ah, nee, machen wir selber offensiv. Nee, Quatsch. Ich würde mich dir nicht aufdrängen. Ich hätte mich dir nicht aufgezwungen. Aufgezwungen? Das war ein unschuldiger Kuss. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Versteh mich nicht falsch. Mir war schon bisweilen danach zumute, aber... Aber was? Aber ich werde das in seiner Anwesenheit nicht näher ausführen. Wir reden später. Ich komme darauf zurück. Wie wär's mit einem Danke? Ich hab dir das Rotkehlchen in die Falle gelockt. Halt jetzt den Rand. Was ist denn jetzt los? Nichts. Vergiss es. Hast du den Mann gesehen, der unser... euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden.
Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Bah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Shani, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Komm, lass uns wild sein. Auf euch, ihr Herren Zwerge. Mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf tretet. Jetzt schon betrunken rein? Mögen ihre Lenden niemals auskühlen. Mögen ihre Kinder zahlreich sein und ihre Schätze üppig. Weiter trinken? Nee. Und jetzt bin ich komischerweise wieder nüchtern, was? Geil. Was ist das? Möge das ewige Feuer mit dir sein. Schau, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Klingt bereit, tanzen an. Wie du dich bewegst. So bezaubernd, ganz schön. Ja, tanzt doch gar nicht. Die Hauptzeremonie beginnt um Mitternacht. Bis dahin, abrisiert die Knappe. Wo willst du? Ja, das habe ich gehört. Warum geht es denn mal? Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shani. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Das höre ich mir nicht länger an. Das ist nicht wahr. Beweise es. Woher weißt du, dass ich nicht Geralt bin? Warte. Du kannst mich sehen? Also mich? Wladimir von Evereck? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Geralt bin. Dem Hexer. Und... Wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen bliebe? Jemand wie du. Ein Niemand. Ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln. Aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er, egal wie sehr du dir es auch wünschst. Also irgendwie ist dieser Ogier Odim schon ziemlich aggro gegenüber diesen Evereck, oder? Kann das sein? Das hört mich nicht länger an, das ist nicht wahr, beweise es. Ich muss ja erstmal einen Cut machen, es geht leider nicht anders. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.